Hallo, mein Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Schwangerschafts-Update von mir. Heute geht es von der 27. bis zur 30. Schwangerschaftswoche. Und ja, wir sind im 8. Monat angekommen. 30. Woche. Puh, krass. Ja, ich wünsche jetzt einfach ganz, ganz viel Spaß beim Zusehen und los geht's! Ja, ich habe hier natürlich wieder meinen Mutterpass dabei. Die wunderschöne Mutterpasshülle verlinke ich euch mal in der Infobox. Die finde ich nämlich so unglaublich süß. Genau, den haben wir natürlich wieder dabei. Hier unten steht mein Handy mit den ganzen wichtigen Informationen, die ich mir so aufgeschrieben habe in der Zeit. Ich muss ab und zu mal rüber gucken, weil der Hund ist auf meinem Bett und ja, kämpft mit einer Karotte. Aber gut, deswegen gucke ich aber ab und zu mal rüber. Nicht, dass er da runterfällt oder so. Genau, und ich würde sagen, wir fangen auch direkt an. So, mit dem Frauenarzttermin. Also, wir hatten jetzt im 3-Wochen-Abstand. Also, wir haben jetzt in 3-Wochen-Abstand die Frauenarzttermine. Vorher waren das manchmal 6 Wochen, 5 Wochen, 4 Wochen. Und jetzt haben wir wirklich alle 3 Wochen. Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich schon in der 30. Woche liegt, ob es da normal ist oder ob die Termine einfach so gerade gepasst haben. Auf jeden Fall haben wir jetzt den nächsten Termin auch schon in 3 Wochen wieder. Dann hatten wir, was ich ja, glaube ich, im letzten Update schon erwähnt habe, ein 3D-Ultraschall gehabt. Ja, leider habe ich meiner Frauenärztin von Anfang an gesagt, ich möchte unbedingt einen 3D-Ultraschall. Ja, sie hat gesagt, das schieben wir einfach so dazwischen und dafür brauchen wir keinen Termin machen. So, dann habe ich das jetzt vor 3 Wochen angesprochen und die Frauenärztin hat in die Termine geguckt und leider war überhaupt gar nichts frei. So, dann hat sie gesagt, okay, wir probieren das einfach mal beim nächsten Mal, weil, ja, jedes Ultraschallgerät von denen kann das, aber halt die bestimmte Ärztin, die das eigentlich halt gelernt hat, die hat eben keine Zeit gehabt. So, und sie hat gesagt, okay, wir probieren das mal mit meinem Gerät und machen das einfach mal, ist dann auch kostenlos und so. Und wir haben natürlich dann ja gesagt, das wollen wir gerne und das haben wir natürlich jetzt auch ausprobiert. Leider hat es überhaupt nicht funktioniert. Die Kleine war einfach allgemein überhaupt nicht fotogen diesmal. Also ich bin echt froh, dass wir am Anfang der Schwangerschaft so viele schöne Fotos von ihr haben. Ja, weil sie einfach überhaupt nicht fotogen ist. Sie sitzt schon so tief im Becken drin, hat die Frauenärztin gesagt, dass man ihr Gesicht fast gar nicht mehr sieht. Und ja, deswegen sind 3D-Ultraschalle vom Gesicht überhaupt nicht mehr möglich. Wir hatten eine Hand. Da hat sie so gemacht und einmal hat sie die Hand so ausgestreckt. Aber sonst haben wir nichts fotografieren können. Und ja, das finde ich wirklich sehr, sehr traurig. Sie hat gesagt, wir probieren es beim nächsten Mal nochmal. Das finde ich auch richtig cool von ihr, dass sie es halt trotzdem versucht. Aber genau, funktioniert hat es leider gar nicht. Und die Fotos von der Hand und so hat der PC am Ende auch gar nicht ausgedruckt. Also irgendwie, ja, war da wohl irgendwas falsch oder so. Auf jeden Fall hat es überhaupt nicht funktioniert und wir haben keine 3D-Fotos. Ich möchte mich jetzt noch in einer anderen Praxis umgucken, ob die vielleicht noch so kurzfristig Termine machen, weil mir das halt schon echt wichtig ist. Und genau, da informiere ich euch dann aber rechtzeitig. Taps, taps, taps. Ja, weiter geht's mit dem Frauenarzttermin. Also viel gibt's auch gar nicht zu erzählen. Die Maus ist 38 cm und wiegt 1380 Gramm, 86 Gramm, glaube ich. Ja, sonst war alles gut. Sie hat alles kontrolliert. Herz, Nieren, Magen, den Kopf, Kleinhirn, Zwerchfell. Hat sie alles genau dokumentiert und alles fotografiert und so. Und ja, war eben so ein etwas größerer Ultraschall wieder. Weiß ich nicht, ob das jetzt irgendwie im Mutterpass eingetragen wird oder ob das jetzt in der Zeit war für einen richtig großen Ultraschall einmal, weil wir das letzte Mal eben nur kurz raufgeguckt haben. Ja, aber sie hat eben alles kontrolliert, das fand ich auch ganz gut, weil ja, so wusste man, ob die kleine Maus dann wirklich gesund ist. Sie liegt, wie gesagt, schon mit dem Kopf richtig schön im Becken und ihre Wirbelsäule geht genauso, ja, hier so, wo der Reißverschluss ungefähr vor meiner Jacke ist. Also sie, ja, ist schon in perfekter Position sozusagen. Ja, das kann sich natürlich noch alles ändern, dass sie sich wieder dreht. Aber genau, im Moment ist sie schon seit 4 Wochen, schon seit 2 Frauenarztterminen ist sie mit dem Kopf nach unten. Also ja, sehr, sehr schön. Und das habe ich auch deutlich gespürt, wo sie sich gedreht hat, habe ich euch auf Instagram ja auch gesagt. Ja, dann habe ich das letzte Mal ja schon erwähnt, Zuckertest. Zuckertest habe ich
Ende Dezember nochmal den großen machen müssen, habe ich euch ja im letzten Update erzählt. Denn der, ja, kleine war auffällig, der war bei 135 und der Grenzwert ist wohl 135. Und dementsprechend mussten wir den neuen machen. Der war ja so eindeutig, dass ich auf jeden Fall kein Diabetes habe. Ich kann ja mal kurz gucken hier in meinem Mutterpass, das ist ja alles eingetragen. Es war wirklich ein Praxisfehler oder ein Arztfehler, weil meine Ärztin hat gesagt, ich soll zu dem kleinen Test doch bitte nüchtern kommen, soll nur meine Schilddrüsentabletten nehmen und nüchtern kommen. Nun ist es so, dass man leider nicht nüchtern kommen soll zu dem kleinen Zuckertest. Und ja, ich deswegen ganz knapp vor dem Zuckertest was gegessen habe oder musste. Und dadurch wurde das Ergebnis eben verfälscht. Das heißt, ja, es lag nicht an mir oder an so irgendwas, sondern ja, einfach die Ärzte haben mir falsche Informationen gegeben. Zu dem zweiten großen sind wir gegangen am 27.12., also Ende Dezember. Und der war wirklich richtig schlimm. Erstens war es fast 1 Liter, was ich da an Zuckerwasser trinken musste. Und dann, ja, kippte mein Kreislauf direkt ab, weil man ja nüchtern ist. Dann muss man 2 Stunden warten und ja. Also mein Kreislauf war völlig im Eimer. Ich lag da im Wartezimmer wie so ein halbtoter Mensch. Aber die konnten ja auch nicht viel machen. Ich musste mich fast immer übergeben und es war wirklich so schrecklich, wirklich. Ja, mein Nüchternwert war bei 56. Das hat sie gesagt, ist sehr, sehr niedrig. Dann nach 1 Stunde war mein Wert bei 112. Hat sie auch gesagt, ist eigentlich zu niedrig sogar schon. Und nach 2 Stunden war er bei 105, ist ja zu niedrig, hat sie gesagt. Also wirklich überhaupt ganz weit entfernt von Diabetes, hat sie gesagt. Genau, das so zum Zuckertest. Dann ja, habe ich Eisenmangel. Ich weiß nicht, ob ich das beim letzten Mal schon erwähnt habe, aber ja, bei dem Zuckertest wurde eben festgestellt, dass ich Eisenmangel habe. Da habe ich jetzt so Tabletten bekommen. Das sind so richtig große Dinger. Und die soll ich jetzt immer mittags nehmen, weil ich morgens dann meine Schilddrüsentabletten nehme und dann mittags, eine halbe Stunde vor dem Mittagessen, soll ich eben die Eisentabletten nehmen, weil man die wohl irgendwie nicht zusammennehmen darf. Aber ja, gut, machen wir und dann schauen wir mal, ob das besser wird. Auf jeden Fall, Eisenmangel wurde auch festgestellt. Ja, dann habe ich noch beim Termin angesprochen, dass ich einen Bluttest machen wollte. Den muss ich selber bezahlen, der kostet ungefähr 50 Euro. Wegen Hepatitis A und Hepatitis C. Hepatitis B wird nämlich automatisch immer abgenommen. Und das brauchen wir für eine Wannengeburt. Denn das haben sie bei uns, oder das haben sie uns bei der Kreislaufbesichtigung gesagt, dass wir eben diesen Test mitbringen müssen, wenn wir eine Wannengeburt haben wollen. Weil wenn du Hepatitis A, B, C hast, darfst du nicht in die Wanne. Und genau, das wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen, dass wir da rein dürfen im. Ja, wenn es halt so ist, wenn man sich danach fühlt in der Geburt. Und dementsprechend machen wir das jetzt. Da wurden mir einmal Blut abgenommen, relativ viel. Und genau, das wird jetzt eingeschickt, kostet wie gesagt 50 Euro. Und ja, das haben wir aber auch noch gemacht. Ja, dann hatte ich beim großen Zuckertest auch das erste CTG. Das war ja total cool irgendwie. Aber die kleine Maus fand das überhaupt nicht lustig. Die hat immer wieder gegengetreten und alle 2 Minuten musste eine Arzthelferin kommen und das ganze Ding neu einstellen, neu ausrichten, weil die kleine Maus einfach so Theater gemacht hat. Es hat ihr überhaupt nicht gefallen und nach einer halben Stunde war einfach nur so viel auf dem Blatt zu sehen und die haben gesagt, okay, das lohnt sich nicht mehr, das bringt gar nichts hier und haben das dann abgebrochen, weil die kleine Maus sich wirklich nur bewegt hat, es kam wirklich nichts zustande. Man hat den Herzschlag gehört, also das fand ich ganz, ganz schön, so dass man das hört, aber ja, man hat auch immer wieder gehört, wie die Kleine da richtig getreten hat und das ganze Ding immer verschoben hat. Und ja, das fand sie wirklich überhaupt nicht lustig. Das zweite Mal jetzt bei diesem Termin hat richtig gut geklappt. Wir haben das auch nur eine Viertelstunde machen müssen, weil die kleine Maus wirklich perfekt war. Also die kleine Maus hat es ja einfach so über sich ergehen lassen, glaube ich. Sie hat ein, zweimal getreten. Aber, genau, das war ganz, ganz schön. Und wie gesagt, dann das zweite. Hallo Hund. Das zweite CTG, ja, lief ganz gut. Eine Übungswehe war dabei, die hat man deutlich gesehen, die habe ich auch gespürt. Aber sonst alles unauffällig, hat die Ärztin gesagt, und alles paletti. Ja, dann war es das so zum
Frauenarzt hat mich aber schon gesagt, wie groß und wie schwer sie ist im Moment. Ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht, weil 3 cm in 3 Wochen finde ich ein bisschen wenig. 38 cm finde ich so für die 30. Woche. Habe ich mir erst so ein bisschen Sorgen gemacht, habe dann aber ja, ganz viele Leute gefragt, die haben alle gesagt, das ist voll normal. Genau, und ja, die kleine Maus ist auch laut dem Ultraschallgerät in der 32. Woche vom Kopf- und Bauchumfang her, aber ja, ist halt eben so. Vorstufen lassen wir uns jetzt deswegen, glaube ich, nicht. Ich sehe gerade im Mutterpass, dass es das große Screening war, das dritte Screening. Wurde bei mir gemacht bei 28 plus 6. Hier unten das große Screening, habe ich gerade gesehen, weil ich ja eben gesagt habe, dass es recht groß war, der Ultraschall. Und genau, habe ich gerade gesehen, war also das dritte Screening. Ja, und dann gab es heute natürlich, oder heute nicht, Montag, gab es natürlich auch noch ein paar Fotos. Wie gesagt, die kleine Maus war wirklich überhaupt nicht irgendwie zeigungsfreudig. Sie war überhaupt nicht fotogen, sie hat sich auch überhaupt nicht gezeigt. Ich habe einmal kurz ihr Gesicht gesehen. Mit den Augen, mit der Nase, das war wirklich so unglaublich süß. Sie ist so hübsch, wirklich. Aber sonst hat man wirklich nichts gesehen. Also es war total schwer, da irgendwas zu erkennen, irgendwas zu sehen. Aber die Frauenärztin wollte uns nicht wieder ohne Bilder gehen lassen, hat sie gesagt. Und hat uns deswegen hier einmal die Hand ausgedrückt. Seht ihr einmal hier so? Da macht sie so eine... Nee, wie macht sie? So eine Faust macht sie da. Seht ihr, glaube ich, recht gut hier. Sieht total süß aus und man sieht einfach, dass es ja schon viel, viel weniger Knochen sind und viel, viel mehr Speck sozusagen. Total schön. Und dann hat sie uns hier auch noch einmal ausgedruckt. Das hat sie ganz am Ende, hat die Maus das gemacht. Das hier ist ihr Kopf. Und hier sieht man so die Hand und den Arm. Und da legt sie eben so ihre Hand so auf den Kopf. Total süß von die Ärzte und das. Und deswegen, ja, sie hat es auch nochmal ausgedruckt. Aber viel mehr gab es da einfach wirklich nicht. Aber gut, wir sind froh, dass wir überhaupt irgendwas haben. Und die Hand ist ja immer obersüß. Ja, dann habe ich abgenommen. Damit habe ich wirklich überhaupt gar nicht gerechnet. Also eigentlich bin ich eher so jemand, der in der Schwangerschaft wirklich sehr, sehr viel zugenommen hat. Ich bin gestartet bei, was steht hier, 44,8. Aber die Waage in der Praxis bei uns ist wirklich total miserabel. Hier zu Hause wiege ich nämlich immer 3 Kilo weniger. habe nämlich extra eine Waage gekauft, weil ich das nicht geglaubt habe. Dann, genau, also in der 8. Woche haben wir 44,8 gewogen. Dann, ja, habe ich relativ schnell ziemlich viel zugenommen. 45,3, 46. Und jetzt in der 27. Woche hatte ich 52 Kilo. Das heißt, wir sind schon bei 8 Kilo drüber. Ja, und jetzt habe ich wieder abgenommen. Ein Kilo. Und das, ja, ist schon ganz schön komisch, weil die kleine Maus ja wirklich schon sehr, sehr viel wiegt. Also 1,3 Kilo, fast 1,4 Kilo ist schon ziemlich viel, denke ich. Und dass ich dann 1 Kilo abnehme innerhalb von 3 Wochen, ja, ich weiß nicht, ob das so normal ist, aber die Frauenärztin hat dazu nichts gesagt. Mir ist es aber auch aufgefallen, weil ich einfach nicht so viel essen kann. Also es ist einfach so, dass ich jeden Tag irgendwie schon fast heule, weil ich nicht mehr essen kann. Also das Problem, dass die kleine Maus einfach so auf meinen Magen drückt, dass ich einfach keinen Platz habe im Magen. Und deswegen, ja, kann ich immer nicht so viel essen, weil es wird alles wieder nach oben gedrückt sozusagen. Und deswegen esse ich immer ganz, ganz viele kleine Mahlzeiten und ganz, ganz leichte Sachen, wie zum Beispiel mal einen Joghurt oder eine Suppe oder so, was einfach nicht so schwer im Magen liegt. Aber ja, es ist halt irgendwie auch total wenig geworden. Das ja, merken meine Eltern auch, wenn wir zu Abend essen, dass ich einfach nur noch ein halbes Brot schaffe. Ein halbes Schwarzbrot. Und damals habe ich 3, 4 verdrückt. Und ja, das ist leider nicht mehr so schön. Und mein Vater sagt immer, ess doch mal was, ess doch mal was. Du musst für 2 essen. Aber ja, kommt eben nicht oder geht einfach nicht. Und ja, deswegen haben wir jetzt ein bisschen abgenommen. Ich bin gespannt, was das nächste Mal der Wert sagt oder allgemein, ja, was dabei rauskommt, mal wieder ein bisschen abgenommen. Ja, dann zu den Sachen, die mir so aufgefallen sind, habe ich ja schon gerade gesagt mit dem Essen. Dann bin ich immer um 19 Uhr müde. Also die Müdigkeit hat mich wieder voll im Griff. Ja, ich muss wirklich, eigentlich würde ich gerne einen Mittagsschlaf machen. Und ich lege mich auch nachmittags manchmal hin und versuche zu schlafen, aber es klappt einfach nicht. Ja,
Aber ich entspanne mich dann einfach ein bisschen und abends um 19 Uhr kann man wirklich die Uhr nachstellen, bin ich so K.O., dass ich manchmal einfach nur noch einschlafe. Aber ja, die kleine Maus braucht eben jetzt viel Energie und viel eben dann von Mama. Und was mir auch aufgefallen ist, dass ich richtig viel Durst habe im Moment. Also ich trinke wirklich richtig, richtig viel. Und ich stehe sogar nachts auf, nur um was zu trinken. Also ich wache wirklich auf und habe richtig, richtig Durst. Ich habe letzte Nacht, glaube ich, fast 1 Liter getrunken, weil ich einfach so Durst habe. Ja, mein Junge, das war's dann auch. Das war das Schwangerschafts-Update. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!